Jo, meine Lieben da draußen. Vita Schamlam! Und Schamlam, Vita! Also, ich sag dir vor der Aufnahme, wir schwenken dein Mikrofon, ich hab dich extrem laut. Was tust du? Schamlam, Vita. Ja, aber Kahn hat ja auch schon gehört. Ja, aber sein Mikrofon ist zweigeschaltet. Wenn er schreit, ist er genau gleich laut, wie wenn er normal redet. Ja, ja. Und das ist bei dir einfach übertrieben, Junge. Wenn du schreist, ist es einfach so laut, dass einfach meine Ohren in die Luft gehen. Er übertreibt, Junge, er übertreibt, Wollt ihr das? Ha. Er hat einfach den. Es ist ihm sorry, ich habe eine Frage. Hast du den. Hast du den Übertreibbot drin? Ja. Ja. Alter, du bist. Alter, ich bin der Übertreibbot. Schaut euch mal das Geschwür an. Schaut euch das Geschwür an. Es funktioniert. Ui, ui, ui. Einfach. Das Geschwür, Junge. Das Geschwür gefällt mir. Schaut euch das Geschwür an, das wir Haus nennen. Sofa. Nein, nicht das Haus, hier unten, wo ich gerade bin. Das ist so verdammt das geil. Ist so geil. Ich schau mal beim Reaktor. Warum ist hier Holz, Alter? Es geht hier kein Kabel, Alter, jetzt. Alter, der Reaktor übertreibt, wir haben schon die halbe MFSU voll. Dann müssen wir vielleicht mal den Messfabricator dorthin bringen. So geil. Ich glaube, ich saug mal hier den ganzen Strom, danach saug ich auch dort beim Reaktor auch mal den kompletten Strom ab. Gut. Weil der ohne die Scrap fahren werden wir einfach so am AA. Du, ey. Ah. Alter. Mach einfach mal ein bisschen Matte. Es produziert weniger Strom, als es verbraucht. Ja, das ist doch logisch. Wir haben den Matte, die Typen dort angeschlossen. Typen. Frag ihn mal. Komm, lass ihn mir. Lal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 
kein Erz mehr. Weil die Creeper hier so flink sind und dann sie in die Luft springen wollen, müssen wir hier nämlich eine Sicherheitsvorkehrungsmaßnahme einleiten, die gefolgt aussieht, dass ich hier, wenn nämlich hier ein Creeper explodiert an der Wand, wo ich gerade stehe, dann sprengt er uns hier komplett alle Kabel und die MFSU einfach alles in die Luft. Und deshalb werde ich jetzt hier Obsidian anbringen. Damit hier nicht mehr alles in die Luft fliegen kann, werde ich jetzt hier Obsidian anbringen. Interessant. Alter, ohne ihn ist es richtig ruhig. Ja, Junge, ist einfach, weil ich ja gerade im Baum bin, wenn ich baue, dann bin ich immer ruhig. Und Karn ist sowieso immer still. Ja, ja. Ja, Vita Schamblam! Und ich bin nur laut, wenn Eden hier ist. Das sieht ja auch nicht einfach häselig aus. Ich hab's ja nochmal so gemacht, Junge. Alter, was soll das? Weil ohne Obsidian ist es einfach richtig gefährlich. Ja, geil. Ja, richtig geil. Ich könnte das später noch schöner hinbauen. Aber zuerst, ich werde einfach mal. Das ist jetzt einfach die Creeper. What the fuck ist das hier? Einfach mal die Creeper-Loch-Stopf-Folge. Creeper-Loch-Stopf? Ja, ich stopfe einfach alle Creeper-Löcher in der Umgebung. Das ist einfach meine Aufgabe, Junge. Du hast Aufgaben? Creeperloch stopfen, die Folge, lalala. Creeper-Loch stopfen. Ja, es ist einfach übertrieben. Wenn einfach niemand seine Creeper-Löcher zubaut. Ich bin einfach der Einzige, der hier wieder notfalls eingreifen muss und hier den Schund zubauen muss. Ich habe noch nie Creeper-Loch verursacht. Ja, sprich halt noch leiser, dass man sich einfach komplett nicht mehr hört, Junge. Ich habe noch nie Creeper-Löcher verursacht. Ja, okay, ich weiß, aber dumm, Bats. Ich habe das Gefühl, irgendwie Leute sprengen einfach immer überall alles in die Luft. Zum Beispiel auch ich Cognito-Idiot. So sick. Warte, ich muss einfach mal die Folge anschauen. Hier sind einfach überall Creeper. What the fuck? Wie schaut bitte schon die Landschaft aus, Junge? Überall sind Creeper-Löcher. Hä, hey, es ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es ist richtig übertrieben. Ich habe jetzt schon 4 Stacks Dörp verbaut. Es ist einfach übel. Ja, schau dir mal die Aufnahme. Es ist dort eins, dort eins, dort eins, dort vorne eins, dort eins. Dort habe ich eins verursacht. Hier habe auch noch irgendwo eins. Alter, was? Wer war das? Es sind so viele, Junge, es ist nicht mehr normal. Ja, die ist ja fatal. Sie ist ja fatal, Junge, es sind viel zu viele. Fatal, Alter. Nee, es gibt's nicht, Junge. Es sind mindestens 10 Stück. Schon ein bisschen übertrieben. Ja. Aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass du. Hey, wer war das, Junge? Alle springen hier einfach alles in die Luft. Und was passiert? Nix. Wir lachen das einfach. Und wegen Simon, er rauscht jetzt ein bisschen und spricht jetzt auch noch, extrem leise, also man hört ihn fast nicht mehr. Wenn ihr diese Folge seht, dann habe ich wahrscheinlich meinen neuen PC so schon. Aber das Problem ist ja, dass am Freitag mein PC doch noch gekommen ist, wie es die Leute gesagt, behauptet hätten. Ja, und jetzt ist halt einfach so, dass er am Montag gekommen bzw. Man hört ihn einfach gar nicht mehr, Junge. Ernsthaft. Und du sprichst einfach manchmal so laut und dann auf einmal bist du wieder so am Sprechen, so ganz leise, wie Luis. Aber. Ja, okay, dann rede ich halt so. Ich kann es ja auch sein, einfach sein PC ist noch nicht hier, also es rauscht. Also wenn ihr dieses Video anschaut, dann könnte mein PC schon hier sein. Ja, locker, aber Junge. Letzte Woche ist er halt nicht gekommen. Das und kommt über halt Mittwoch oder am Donnerstag. Ja. Wie lange nehmen wir da nicht schon auf? 10 Minuten. Okay.
Noch Hoppa. Also noch 5. Hoppa, gib mir das Hoppa, ja. Hoppa, so Hoppa. Geil. Hoppa. Ich glaube, ich habe jetzt mehr oder weniger alle Creeper-Löcher hinterher gestopft. Oh nein. Die ganze Gegend ist einfach zerbombt, Junge. Überall hat sie Löcher. Es ist nicht normal. Wer war das? Das muss alles Dumbatz gewesen sein, weil ich war nicht. Das sieht man niemals. P. Du warst es nicht. Hast du Creeper-Löcher verursacht, Karn? Nein. Nein, ich bin nicht einmal im Spiel drin. Hä? Weißt du, was? WTF? Ich schaue gerade ein Tutorial an. Wie WTF ist das einfach gerade? Ja, ich meine einfach schon seit immer. Insgesamt hat sie einfach etwa 10 oder 20 Creeper-Löcher, das ist richtig übertrieben einfach. Alter, was heißt das? Es waren vermutlich alle Sekunden-Idioten Dumbat. Aber die haben sie richtig übertrieben. Sie haben einfach übertrieben, Junge. Übertreib. Ja, wie wird. Ich habe jetzt schon 4 Stacks Dörp verbaut, um die alle zu stopfen, Junge. Alter. Sie übertreiben. Okay, ich weiß jetzt, wie das mit dem Electrolyzer geht. Wir sind einfach übertreiben, Junge. Wir sind einfach übertreiben. Ja, richtig hart, aber. Oh jo, Junge, überall, Junge. Es gibt's ja nicht, Junge. Wer hat das denn? Bitte schön. Übertreibige Kinder. Sie haben nötig gesaftet hier. Alter, hör einfach auf so ein hiesiges geil. Kabel, Junge. Ja, geil, Alter. Wir haben einfach unsere MFSU abzapft und einfach noch Solarpanel hinge. Was? Hier hat es auch noch überall Creeper-Löcher. Was passiert hier, Junge? Wir haben einfach diese MFSU. Hä, auf so der Seite hat es einfach immer noch Creeper-Löcher. Das waren schon etwa 20 Stück, jetzt kommen einfach nochmal 10, oder wie? Alter, das Kernkraftwerk ist sau schnell. Wie viel Strom hat es schon? 700.000. Hey, es ist voll wenig. 7 Millionen. Aha, dann müssen wir langsam mal die Energie absaugen. Ja, warte aber noch. Dann haben wir aber noch mehr Scraps. Jetzt musst du zuerst füllen für den Electrolyzer. Für diese Electrolyzed Water Cells. Dafür muss die MFSU voll sein. Das Electrolyzed Water Cells? Warum? Ja, keine Ahnung, das ist einfach so. Ich habe vorhin ein Tutorial angeschaut, doch. Das ist schon eine Lüge. Der Electrolyzer funktioniert sonst nicht. Also hältst du jetzt deine Schnauze? Alter, du hast viel zu viel. Du musst ja die Folge anschauen, was passiert hier eigentlich? Hä, hey, nehmen wir hier bei Creeper-Löcher. Das sind jetzt hier Querlöcher, aber die sind einfach überall. Hitler kann das sein. Überall hat man hier einfach den Boden aufgerissen. Welcher Hurensohn war das? Keine Ahnung. Ernsthaft. Weil dann verschwinden wir der Strom, wenn wir die MFSU volllaufen lassen. Sonst wir müssen auf jeden Fall, sobald sie voll ist, müssen wir einfach sofort den Metzfabrikator dort hinbringen und einfach den kompletten Strom absaugen. 10 Millionen. Wie viele von den Electrolyzed Water Cells brauchst du? Keine Ahnung, 10. Ich brauche jetzt 10. Für einen Zentrifugextractor brauche ich genau 7 Stück. 7? Ich habe jetzt eine. Was ist denn nicht das hier? Was ist hier passiert? Hm? Ihr seid solche Hurensöhne, ich mag euch nicht mehr. Warum jetzt wir? Weil einfach komplett Eden kommt hier der Telefon, ja, die Wüste nicht verschandeln. Also nicht ihr, aber Eden. Ja, die Wüste nicht verschandeln. Überall, die Wandschrift ist einfach komplett verschandelt, Junge. Weil die Wüste, die darf man da nicht verschandeln. Ums Haus. Alter, solche Ficker. Ums Haus herum, Junge. Ums Haus. Überall Creeperlöcher, 20 Stück. Aber nein, die Wüste. Die Wüste darf man auf keinen Fall verschandeln, Junge. Das wäre natürlich die Todsünde, Alter. Also WTF. Was habt ihr 33 von den Watercells, oder 34. Okay, was ist hier passiert eigentlich? Keine Ahnung. Was heißt Zuckerrosche wieder auf Englisch? Sugar cane. Genau. Was übertrieben ist. Ich glaube, wir sollten die Folge langsam mal beenden. Ne! Ah, noch nicht ganz. Also, ne. Ich will jetzt immer noch essen gehen. Was essen? Wir gehen ja Pizza essen. Ja, ist nachher auch. Der Herr, Pizza, Junge. Alter. Die Wüste nicht verschandeln. Schaut euch mal an, überall habe ich jetzt. Alter! Wie man hier einfach übertrieben hat. Wer war das? Was ist das, Junge? Was? Wie kann man so viele Löcher machen, frage ich mich. Wie kann man ja 30 Löcher hinpflanzen vor das Haus, Junge?
Wie geht sowas? Hinterm Haus, überall fehlen Dörrblöcke. Es waren doch nicht die Endermans, Junge. Keine Ahnung, ich bin immer im Haus drin. Also das war vermutlich Rübigen, falls er beleidigt war. Hört ihr das? Ja. Das war vermutlich Rübigen, falls er beleidigt war, hat einfach hier alles kaputt zerrissen. Also wir waren einmal beleidigt, dass man ihn getötet hat. Und hat auch die ganzen Steinäxte gecraftet, Junge. Es war vermutlich er, weil es geht nicht, Junge. So was viele Scheiße hier, Junge. Es ist nicht normal. Jetzt habe ich auch noch ein Creeperloch verursacht, aber ich meine... Es ist nicht normal, Junge. Was geht hier ab? Was passiert hier? Was ist da los? Alter? Es ist einfach nicht normal. Ich muss auf jeden Fall die nächste Folge auch noch investieren, um hier die Scheiße zu stopfen, Junge. Es ist einfach übertrieben. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall mal die Folge beenden. Ja. Tschüss, mit dem wir sind. Wir sehen uns im nächsten Part von Ticket Light. Part 57 wird das dann. Tschüss.